Nein, auch wenn es sich die Italiener noch so sehr wünschen, das Po-Delta in Nordostitalien, in dem seit 2000 eine Kolonie aus Vögeln aus der Camargue existiert, ist mitnichten das nördlichste Brutgebiet des Rosa Flamingos in Europa. Und das sogar ziemlich deutlich. Denn mehr als 800 Kilometer weiter nördlich, unweit der kleinen Stadt Zwillbrock und direkt an der deutsch-niederländischen Grenze gelegen, existiert in einem ehemaligen Hochmoor seit Jahren eine Flamingo-Brutkolonie. Und genau dorthin sind Michelin und Pascal mit ihrem Wohnmobil unterwegs. Der Camping de Gude Hoop in Eibergen wurde ausgesucht über Google Earth. Die Camping- und Stellplatzdatenbank von www.archiscampings.eu war dabei sehr hilfreich. Der Campingplatz liegt sehr nah an dem Naturschutzgebiet, also somit sehr gut mit dem Fahrrad zu erreichen. Es sind fast nur Dauercamper auf dem Platz, die sind aber sehr freundlich. Duschen und Toiletten könnten etwas moderner werden. Die Türen dieser sind einfache angestrichene MDF-Platten. Der Vorraum der Dusche ist zu klein, damit riskiert man ein nasses Handtuch. Aber egal, es war ja nur für 3 Übernachtungen. Dafür sind die Plätze aber sehr groß mit elektrischem und Wasseranschluss. Zwillbrock liegt in etwa 3 Kilometer vom Campingplatz entfernt. Die Pfarrkirche San Franciscos diente bis 1811 als Klosterkirche des angeschlossenen Minoritenkonvents. Ihre Ursprünge gehen aber bis ins Jahr 1651 zurück, als Bocholter Minoriten im Auftrag des Bischofs von Münster für die benachbarten Niederlande eine Weihnachtsmesse unter freiem Himmel hielten und ein Jahr später eine Kapelle aus Torfboden errichtet wurde. Die Grundeinstellung für den heutigen Kirchbau erfolgte 1717. Die Kirchweihe konnte aber erst 1748 gefeiert werden. Durch ein Dekret im Rahmen der französischen Herrschaft in Westfalen wurde das Kloster aufgehoben und weitgehend abgerissen. Dabei konnte die Kirche vor dem Abbruch bewahrt werden. Die prächtige Barockausstattung ist nach der Restaurierung in den Jahren 1958 bis 1961 die besterhaltene in Münsterland und vielleicht sogar darüber hinaus. Alle Altäre und Plastiken sind aus Eichenholz gefertigt und die ursprüngliche Ausstattung blieb ganz erhalten. Leider sind die Namen von Baumeister, Bildhauer und Maler nicht bekannt. Die Orgel hat 24 Register auf 2 Manualen und Pedal. Sämtliche Trakturen sind mechanisch. Die heutige Pfarrkirche in Zwillbrock sollte aufgrund ihres kostbaren Inneren zu jedem Besuchsprogramm gehören. Wir fahren weiter in Richtung Biotop, das allerdings schlecht ausgeschildert ist. Irgendwann erreichen wir ein Schild, das Auskunft gibt. Noch weiter, tiefer in den Wald.
Nach einer Weile endlich ein Hinweis. Wir sind auf der richtigen Spur. Vorbei an vielen kunterbunten Fingerhutpflanzen. An einer Gabelung halten wir uns auf dem linken Weg. Der See ist in Sicht. Leider ist der Himmel bedeckt und manchmal kommt ein kleiner Schauer. Das Naturschutzgebiet ist 176 Hektar groß und wurde schon 1938 als ein solches ausgewiesen. Entstanden ist das Moor- und Heidegebiet mit den seichten Seen aus einem ehemaligen Torfmoor. Nach Ende des Torfstechens füllte sich die Grube mit Wasser, sodass heute über 100 Vogelarten das Zwillbrocker Venn bevölkern. Zahlenmäßig führend sind ganz klar die Lachmöwen mit einer Kolonie von über 16.000 Tieren. Aber auch Wasservögel gibt es reichlich, darunter viele seltene Arten. An drei verschiedenen Punkten gibt es Beobachtungsposten. Eine junge Lachmöwe im Jugendkleid dreht ihre Runden vor der Kamera. Erst im nächsten Jahr wird sie ihr typisches Gefieder mit schwarzem Kopf haben. Lachmöwen brüten einmal im Jahr, in der Zeit von Ende April bis Juni. Sie bauen ihr Nest aus Pflanzenresten in niedriger Vegetation. Die Nahrung der Lachmöwen besteht aus kleinen Fischen, Würmern, Insekten und Larven. Die Feinde der Lachmöwe lauern überall, wie zum Beispiel die Großmöwen, der Fuchs, die Falken, der Habicht und zuletzt der schlimmste von allen. Der Mensch. Anschauungstafeln vereinfachen das Wissen des Laien. Kormorane. Von einigen geliebt und von vielen verflucht und gehasst. Eine Brutkolonie hat sich hier niedergelassen. Der Konflikt um die fischfressenden Vogelarten ist seit Jahren ein Dauerthema, das auch in den Medien immer wieder aufgegriffen worden ist. Wissenschaftler konnten aber beweisen, dass die Zahl der Fische durch die Kormorane nicht zurückgeht oder nur in ganz wenigen Fällen. Trotzdem werden sie manchmal immer noch verfolgt. Kormorane sind gesellig. Sie brüten in Kolonien auf Bäumen oder am Boden bzw. auf Klippen. Die Größe der Kolonie kann dabei von wenigen bis zu mehreren tausend Paaren schwanken. Das Nest wird vorwiegend aus Pflanzenmaterial wie kleinen Ästen, Tang etc. gebaut. Die Nestmulde wird mit feinerem Material ausgepolstert. Vorjährige Nestreste werden wieder genutzt oder es wird ein Neubau angelegt. Kormorane gehen zur Fortpflanzungszeit monogame Saisonehen ein. Die zunächst nackten Jungtiere schlüpfen meist asynchron, sodass die Größe der im Nest befindlichen Küken stark schwanken kann. Mit Wachstum des Dunenkleides benötigen sie jedoch die Wärme der Altvögel immer weniger.
Als typische Nesthocker können sie sich nicht eigenständig ernähren, sondern sind vollständig von den futtertragenden Elternvögel abhängig. Die erbeutete Nahrung wird anfangs vorverdaut und den Küken vorgewirkt. Später können die Jungvögel auch größere Nahrungsbrocken verschlingen. Ganze Scharen von Graugänsen bevölkern das Gewässer. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in etlichen Regionen Graugänse angesiedelt. In Deutschland zählt die Graugans zu den Standvögeln. Sie gehört zu unseren einheimischen Vogelarten. Die Graugansküken, auch Gössel genannt, zählen zu den Nestflüchtern. Wenn das letzte Küken geschlüpft ist, bleiben sie noch einige Stunden im Nest. Viele Graugansküken sterben im Alter bis zu einem Jahr durch ihre Fressfeinde. Junge Enten gründeln an dem flachen Gewässer. Mit ihren Füßen wird der Schlamm am Boden aufgewühlt. Danach wird der Grund mit dem Schnabel aufgewühlt und nach Schnecken und Kleinstlebewesen durchsucht. Bei einem Rundgang um den See wird an verschiedenen Stellen die Tier- und Pflanzenwelt des Zwillbrocker Venns erklärt. Rund um das Venn führt eine gute 5 Kilometer ausgeschilderte Strecke. Wir befahren diese mit dem Fahrrad. Unterwegs entdecken wir die verschiedenen Grassorten. Wollgras ist eine der schönsten Grasarten. Weiter im Kreis rundherum. An einem Unterdach sind die Rollen der Schafe erklärt. Nachdem die Bauern den Torf nicht mehr als Brennmaterial nutzten, wurde das Gebiet bereits in den 1930er Jahren teilweise unter Schutz gestellt und wieder vernässt. Seitdem breiten sich typische Moor- und Heidearten wieder aus. In den ehemaligen Torfstichen hat das Torfmooswachstum wieder eingesetzt. Eine Schafherde hält die Heide offen. Hin und wieder müssen auch Maschinen eingesetzt werden. Viele Besucher kommen zur farbenprächtigen Heideblüte im Spätsommer und mit etwas Glück kann man die stationseigenen Moorschnucken bei ihrer Arbeit beobachten. Weiter entlang des Weges bis zur zweiten Beobachtungsstation. Diese ist hoch über dem Moor aufgerichtet. Er gewährt Überblick über Moor und Heide. Und dann kamen sie, die Profis mit ihren Smartphones. Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit. Aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wie kann man Vögel knipsen, die 300 Meter weit entfernt sind, mit solch einem stümperhaften Equipment? Selbst das 1000 mm Objektiv der Videokamera hatte so ihre Tücken mit der Entfernung. Die prominenteste Art am Zwillbrocker Venn sind die Flamingos. Flamingos sind mit insgesamt 5 Arten in Asien, Afrika, Amerika und auch Europa vertreten. Dabei bevorzugen sie vor allem wärmere Regionen, in Europa etwa die Küstenbereiche Spaniens und Südfrankreichs. Bei den ca. 30 Zwillbrockertieren handelt es sich um Vertreter dreier Flamingoarten.
Neben südamerikanischen Chile-Flamingos, die die kopfstärkste Gruppe in Ben darstellen, besuchen europäische Flamingos sowie seit Jahren ein aus der Karibik stammender roter Flamingo regelmäßig das Zwillbrocker Ben. Bei den Tieren handelt es sich wohl hauptsächlich um Flüchtlinge aus Zoos und Privathaltungen. In fast allen Jahren seit Ansiedlung der ersten Tiere wurden ein oder mehrere Junge pro Jahr erbrütet und erfolgreich aufgezogen. Während der Brutzeit sind die Tiere sehr scheu und störungsempfindlich. Schon bei geringen Beunruhigungen verlassen die Tiere ihre Nester. Die Flamingos sind eine Bereicherung der Landschaft und der heimischen Vogelwelt. Konkurrenz zu anderen Vogelarten gibt es ebenso wenig wie schädliche Auswirkungen auf den Lebensraum. Die Vögel locken jährlich Tausende von Besuchern in das Venn und wecken ihr Interesse an der Landschaft und für die allgemeinen Belange des Naturschutzes. Flamingos ernähren sich von freischwimmenden Krebstierchen, Einzellern, Kleinmuscheln, Algen und anderen. Durch Treten in seichtem Wasser werden diese Tierchen vom Grund aufgeschreckt. Mit ihrem Schnabel saugen sie das Wasser ein und pressen es anschließend wieder aus. In dem Filterapparat ihrer Lamellen bleiben die Kleinsttierchen hängen und können mit der Zunge in den Rachenraum befördert und geschluckt werden. Das Ganze sieht so einem Tanz sehr ähnlich. Der See im Zwillbrocker Venn ist durch den Kot der Möwen sehr nährstoffreich, was zu einem starken Wachstum von Kleinstlebewesen im Wasser führt, die wiederum die primäre Nahrungsquelle der Flamingos sind. Den kleinen Krebsen verdanken die Flamingos auch ihre auffällige Farbe. Vor allem die Kleinkrebse enthalten viele Farbstoffe, Carotinoide, die in die Federn eingelagert werden und die Rotfärbung bewirken. Ohne Aufnahme dieser Farbstoffe bleiben die Flamingos weiß. Neben den Flamingos sind im Sommer im Zwillbrocker Venn auch ca. 16.000 Lachmöwen zu Hause. Die Bewohner der größten binnenländischen Kolonie Deutschlands machen schon von weitem lautstark auf sich aufmerksam. Bei solch einem Andrang kommt es auch gelegentlich zu Auseinandersetzungen. Ruhiger wird es, wenn die Jungtiere flügge geworden sind und Lachmöwen und Flamingos das Gebiet verlassen. Nun weiter zur dritten und letzten Aussichtsplattform. Einen guten Einstieg in das Zwillbrocker Venn soll die biologische Station im Zwillbrock mit ihrer informativen Ausstellung zur Natur- und Kulturlandschaft der Region bieten. Eine Dauerausstellung zeigt die vom Menschen geprägte Kulturlandschaft im Venn und seiner Umgebung mit ihren unterschiedlichen Lebensräumen und Arten. Hier wird auch über die Arbeit der Station in den Naturschutzgebieten informiert. An den zwei Tagen, in denen wir durch das Venn gestreift sind, war diese geschlossen und dies im Monat Juni. Diese Aussichtsplattform ist fast gleich mit der Höhe des Schilfes. Auch hier ist man wieder über 3 Fußballfelder von den Vögeln entfernt. Ohne ein starkes Fernglas sieht man nicht besonders viel. Das Zwillbrocker Venn ist ein großes Naturschutzgebiet. Leider ist man sehr weit weg von den Tieren, was für jeden Fotografen und Cineasten ein Graus ist. Selbst mit Profi-Ausrüstung ist es noch schwer, an gutes Bildmaterial zu kommen, wenn man nicht die Wanderverbote missachtet. Für unseren Zweck fahren wir dann lieber mal in den Süden von Frankreich, wo die Flamingos im Sommer zu Hause sind. Eine weite, baumlose Heide und ein von zahlreichen bäuerlichen Torfstichen durchzogenes, nasses, undurchdringliches Moor sind bedeutende Lebensräume dieses einzigartigen Schutzgebietes. Ein Paradies für Naturfreunde,
Das deutsch-niederländische Grenzgebiet rund um Vreden ist von weitläufigem Wald-, Moor- und Naturschutzgebieten geprägt. Das Zwilbrocker Venn gilt heute als größte Lachmöwenkolonie Europas, in der sich mittlerweile sogar Flamingos heimisch fühlen.